Lass uns beten. In dieser Nacht, der Morgen der neuen Schöpfung aus dem Dunkel des Grabes aufsteigt, kommen wir zu dir. Deinen Sohn hast du nicht im Tod gelassen. Davon hören wir im Osterevangelium an Matthäus. Als er bei der Sabbat vorübergegangen war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu gehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam von mir herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wieder blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eines hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eines weg vom Grab mit Furcht und großer Furcht.